Alarm! Millionen Rentner sind sauer. GEZ erhöht Rundfunkbeitrag. So hoch soll er ausfallen. Rentnerinnen und Rentner müssen sich offenbar auf einen höheren Rundfunkbeitrag einstellen. Denn laut Medienberichten und einem sogenannten Geheimpapier der ARD soll dieser sogar drastisch erhöht werden. Und zwar geht es nach einem internen Strategiepapier von der ARD, da geht es um die Jahre 2025 bis 2028, und da schwebt der ARD so vor, dass der aktuelle Rundfunkbeitrag pro Monat von 18,36 Euro dann tatsächlich auf 25,19 Euro angehoben wird. Damit würde der monatlich zu zahlende Betrag um satte 6,83 Euro steigen. Ob es tatsächlich zu dieser Erhöhung kommt, das wird sich noch zeigen, denn die endgültige Entscheidung über die Höhe des Rundfunkbeitrages liegt bei den Länderparlamenten. Und da gibt es ja auch nicht immer einhellige Meinungen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland ja einen guten und auch kritischen Journalismus brauchen. Das ist ganz wichtig. Und wir brauchen auch einen Journalismus, der sozusagen Politikerinnen und Politiker und auch tagesaktuelles Geschehen beleuchtet und auch hier viele Dinge aufdeckt, die vielleicht nicht korrekt sind. Aber brauchen wir wirklich in Deutschland zwei Rundfunkanstalten wie die ARD und die ZDF? Und brauchen wir in Deutschland auch einen aggressiven und auch zum Teil belehrenden Journalismus, den ich sehr, sehr häufig in dem ersten und zweiten Programm in Deutschland sogar von führenden Journalisten, Fernsehjournalisten erlebe? Brauchen wir das wirklich? Ich glaube, meine Damen und Herren, wir sollten uns doch mal ein Beispiel nehmen an Österreich. Österreich hat nach der Ankündigung des ORFs seinen Rundfunkbeitrag von 22,50 Euro auf 15 Euro gesenkt. Das wäre doch mal eine Maßnahme, wenn in Deutschland der Rundfunkbeitrag nicht steigt, sondern er sinken würde. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.